schäbern muss. Hauptsache Luft schäbert. Servus und hallo zur Gitarrenschau. Ich habe heute den Baby Bauer hier und wir machen heute Rock. Und zwar nicht irgendeinen Rock, sondern Hard Rock. Ja. Danke für das wunderbare Intro, lieber Baby. Und danke fürs Kommen. Soll ich eigentlich die Gitarre in der Hand behalten oder so? Wenn sie dir am Herzen liegt. Sie liegt mir am Herzen, aber ich glaube, jetzt tue ich sie erst mal weg am Anfang, oder? Dann kann ich mich auch freier bewegen und ein bisschen freier erzählen. Genau. Servus, also, Baby. Ja. Servus, Baby. Danke, ja, ist immer schön, man tut immer so, als wie, als hätte man sich nicht vorher schon eine Stunde unterhalten und begrüßt sich dann nochmal. Wir haben natürlich nichts vorbereitet und machen jetzt alles spontan hier. Und ja, wer ist der Baby? Der Baby, jetzt sage ich kurz was dazu, ist ein Rock-Kabarettist, Rock-Comedian. Ja. Und mich interessiert heute, warum er das Ganze macht. Was unterscheidet einen Rock-Comedian von einem Gitarristen in einer normalen Band mit Musikern? Und was sind die Vorteile eines Rock-Comedians gegenüber eines Gitarristen in einer Band? Und was sind die Nachteile? Stell du dich doch mal vor, dass man ein bisschen mehr weiß, was machst du und wer bist du? Okay, also mein Name ist Baby Bauer. So sage ich es auch auf der Bühne. Mein Name ist Baby Bauer, nicht A wie Anton, sondern Baby Bauer. Daher kommt so ein bisschen der Name, Baby Bauer. Mhm. Und ich mache auf der Bühne, ich habe ein zweistündiges Solo-Programm, wo ich alleine auf der Bühne stehe. Und ein wichtiges Instrument ist meine Hard-Rock-Gitarre, meine Herzchen-Gitarre. Und ich sage immer so, ich mache rockiges Kabarett und Comedy mit bayerischen Originalen. Bayerischen Originalen, warum? Weil ich auch Figuren habe, Parodien habe, bayerische Figuren, aber auch andere Figuren wie zum Beispiel den Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Und das Ganze gibt dann eine zweistündige gemischte Show mit Musik, Rockmusik und so weiter und so fort. Ja, zwei Stunden sogar. Zwei Stunden ungefähr. Mhm. Und warum hast du jetzt den Weg des Musikkabarettisten gewählt und nicht zum Beispiel Solo-Musiker? Könntest du ja jetzt nur auf die Bühne gehen und sagen. Naja, wie hat sich das entwickelt? Ja, wie hat sich das entwickelt? Weil die Frage, es gab nicht den Punkt, wo ich mich entscheiden musste, machst du so oder so. Ich habe, glaube ich, wie viele als Teenager, habe ich halt angefangen, E-Gitarre zu lernen und zu spielen, war auch in vielen Bands. Und über meine Radiotätigkeit habe ich auch immer eine Begeisterung gehabt für Wortcomedy, so muss man sagen. Und so wollte ich eigentlich früher immer Comedy eher in elektronischen Medien machen, also im Radio war es hauptsächlich oder dann Bewegtbild. Habe dann einen Leidensgenossen getroffen, den Christoph Stelzner aus Dresden, der auch eher elektronisch Comedy machen wollte, sage ich jetzt mal, Radio, Fernsehen, ist da aber irgendwie nicht weitergekommen. Und dann haben wir uns irgendwann mal zusammengetan und haben halt Comedy auf der Bühne gemacht. Der musikalische Aspekt war erstmal im Hintergrund. Wir hatten so zwei Lieder in unserem Programm, aber das war mehr Akustikgitarre und so weiter. Und irgendwann, weil das beim Christoph aus familiären Gründen und beruflichen Gründen nicht so weiterging, war klar, ich möchte das als Solokünstler fortsetzen. Und habe mir dann, ich würde gerne einen musikalischen Aspekt weiter in den Vordergrund stellen. Und weil ich eigentlich immer schon gern Gitarre und vor allen Dingen E-Gitarre gespielt habe, war irgendwie für mich klar, naja, ich möchte es eigentlich mit einer E-Gitarre machen. Und so hat sich das dann entwickelt. Und seit 2019 habe ich eben mein eigenes Soloprogramm mit E-Gitarre. Und hast du dann auch, also es gibt ja diese Erfahrungen, die man als Musiker macht mit anderen Bandmitgliedern, man ist auf der Suche nach Leuten, hat dann irgendwann welche gefunden. Also ist es ein bisschen so ein, sage ich nicht Notweg, aber auch ein Ding, wo du sagst, da hast du alles selber in der Hand und also ja, also das muss man. Entkommst du ein bisschen diesen Bandproblemen, so die so existieren? Also das kann man ganz klar sagen, diese klassischen Bandprobleme. Also sei es, man fängt an, wann trifft man sich zum Proben? Also wann haben alle Zeit? Dann noch Abstimmung, stilistische Fragen und Diskussionen. Also diese Nachteile, die man wirklich hat, die habe ich als Solokünstler nicht. Ich bin selbstbestimmt. Es fängt schon an, wenn ich mit einer Bühne einen Termin ausmache, dann muss ich halt nicht fünf Leute anfragen, habt ihr da auch praktisch Zeit? Aber natürlich liegt auf der anderen Seite auch die Verantwortung komplett bei mir. Also ich stehe halt zwei Stunden alleine auf der Bühne und kann nicht sagen, der Sänger ist schuld daran, dass es heute scheiß Stimmung war, sondern
es bin ich. Und dann fehlt auch natürlich auch, das ist ja das Schöne am gemeinsamen Musikmachen, jeder ist Spezialist auf seinem Instrument, man inspiriert sich gegenseitig, im besten Fall entsteht eine Dynamik, wo dann halt echt dieses Bandgefüge entsteht, wo man halt gemeinsam nach vorne geht. Das habe ich halt nicht. Man hat halt schon so ein bisschen das Thema, man schmort so in seinem eigenen Saft. Aber du hast, oder könnt ihr mir vorstellen, dass dein Publikum, du agierst ja mehr mit dem Publikum, wie das jetzt, würde ich mal sagen, normal in Deutschland, die Musiker nicht mit dem Publikum machen. Du kannst ja, wenn du dein Publikum so im Griff hast, dass die zumindest mit dir so mitmachen. Das ist der Idealzustand. Das ist der wünschenswerte Zustand, der auch meistens eintritt. Ja. Aber es ist natürlich schon, also man muss das, so eine Kabarett-Comedy-Veranstaltung oder Kleinkunstveranstaltung ist natürlich schon ein anderes Gebiet als ein Rockkonzert, wo die Leute stehen, wo die mittanzen. Bei mir ist ja das Setup schon eher so, ich sag mal so, ich spiele so zwischen 50 und 100 Leute, das ist momentan, die sitzen da, manchmal ist es auch sogar so Wirtshausatmosphäre, haben vorher was gegessen, also das ist eine ganz andere... Musst du ja mal aufrütteln. Die musst du aufrütteln, die sind schon bereit dazu, aber es ist natürlich nicht, es ist kein Rockkonzert, sondern das, was ich dann mache, ist dann genau irgendwo dazwischen, also zwischen Stand-Up-Comedian und Rockkonzert. Da bin ich und versuche, diese beiden Sachen irgendwie zu verbinden. Mhm. Also das Ganze jetzt soundtechnisch muss das Ganze schon Schub haben, aber es darf halt nicht so sein, dass die Leute in der ersten Reihe so machen. Ja, ja. Das ist halt, mit dem Tontechniker muss man besprechen, ja, du darfst bei mir schon Druck geben, aber es ist kein Rockkonzert, was ich mache. Also du magst unterhalten, aber du musst natürlich auch auf der anderen Seite schauen, dass deine Gitarre durchkommt, also dass du mit der Gitarre irgendwie halbwegs ein Bandgefüge zusammenbringst, hast ein paar Spielsachen dabei, auf die gehen wir nachher noch ein, wie du das vielleicht ansatzweise oder mehr als ansatzweise hinkriegst. Ja. Also ganz oben steht Unterhaltung. Das Ding muss unterhalten. Da ist nicht wichtig, ob das ein echter Marshall ist oder was dahinter. Also Unterhaltung steht ganz, ganz oben. Und sicher im Vergleich zu einem Bandgefüge, da muss der Bandsound stimmen, da kann man auch sagen, bei bestimmten Bands, die Leute kennen die Texte, die müssen, der Sänger ist eher ein Instrument, da geht es gar nicht so sehr um den Inhalt. Bei mir ist es wirklich so, vom Soundgefüge her, Sprachverständlichkeit ist das A und O. Und im besten Fall kann ich noch so ein Soundgefüge außenrum bauen, sodass das noch Rock-Konzert-Charakteristik hat. Aber deine Gags und deine Sprache, das ist das wäre oft ja in einem Bandkontext, finde ich, einmal sehr wünschenswert, wenn der Sänger durchkommt, aber oft geht es dann mit den Gitarristen durch. Gell? Und jetzt, Zu Recht. Und jetzt nochmal auf den Weg, wie du, also sagen wir mal, zu deiner musikalischen Entwicklung und warum du dann den Schwenk zum Comedian gemacht hast, habe ich zufällig ein Büchlein dabei, dein Büchlein. Ja. Jetzt weiß ich nicht, magst du was dazu sagen? Also es sind ein paar so Anekdoten drin, geht von A bis Z aus... ich habe hier andere Versionen. Zufällig haben wir zwei dabei. Also aus Stereo, wir machen heute Stereo. Aus Gitarristensicht, Anekdoten aus dem Gitarrenleben, passt eigentlich auch sehr gut zur Gitarrenschau, weil wir wollen ja hier auch unterhalten und Themen zeigen, die Gitarristen bewegen. Und ja, sag doch einmal ein bisschen was dazu, was du dir gedacht hast. Und also es passt eigentlich auch ein bisschen zu meiner Show. Also als Teenager und als junger Erwachsener war ich natürlich in einer Rockband. Meine Gitarrenkünste sind solide, aber jetzt nicht exorbitant irgendwie. Und da waren halt schon die Träume da. Am geilsten wäre es, irgendwie mit einer Band auf Tour zu gehen und überall zu spielen. Und dann macht man halt doch Beruf und so weiter und man verlässt es wieder. Aber durch diese Kleinkunst-Comedy-Tätigkeit habe ich mir gedacht, eigentlich irgendwie kann ich das doch jetzt auf einer humoristischen Ebene, kann ich das eigentlich nochmal probieren. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich auf der Bühne Songs spiele, ist das schon, und die Leute jubeln, dann hat das schon so einen Rockstar. Und in dem Buch habe ich so ein bisschen diese Geschichten verarbeitet. Wie soll ich sagen? Ja, ich wollte eigentlich Rockstar werden und bin ich Rockstar geworden und habe dann nach dem ABC, habe ich zu jedem Buchstaben, kleine Geschichte wie H wie Headbanging oder K wie Kabelsalat, kennt auch jeder. Ja, ich habe auch gesagt, man kann so zufällig, ich habe jetzt D wie Doppelhalsgitarre. Jeder hat sofort, weiß nicht, wie heißt der Engländer da, jeder hat sofort irgendjemand
Musikschule, ja, erste Gitarrenunterricht. Mein erster Auftritt war grauenhaft in der Musikschule. P wie Proberaum. Ah, kann jeder Geschichte dazu erzählen? Ja, Proberaum, da hat doch jeder diesen gammligen Geruch. Ja, so feucht. So feucht, genau. Feucht, gammelig. Genau. Mit den Eierkartons, genau. Und so weiter. Und habe ich im Eigenverlag seit Dezember, gibt es das? Ich okay, genug Werbung. Ah, okay, genug Werbung. Okay. Nee, aber danke, finde ich sehr interessant. Eben kann man schnell mal, es ist ja kein Roman, kann man schnell mal hier irgendwo ein super Geschenk für einen Gitarrenstammtisch oder genau. Irgendwas einfach mal ein paar Anekdoten einfließen lassen. Ja, jetzt gab es ja im Intro schon hier die schöne Hard Rock, oder wie heißt sie? Hard Herzchen Gitarre? Ich nenne sie Hartmut. Mhm. Ah, noch besser. Hart. Erzähl doch mal, woher, warum, wieso? Okay, warum? Fangen wir erstmal beim Warum an. So. 2017 habe ich gesagt, okay, ich möchte ein Soloprogramm machen mit E-Gitarre. Und dann war so, es gibt ja viele, gerade im bayerischen Raum gibt es ja viele lustige Liedermacher. Mhm. So, also Leute, die ich auch wirklich schätze, wie der Weierer, Roland Hefter, Michi Dietmeier. Und die haben alle Akustikgitarre. Mhm. Und dann wollte ich mich optisch abheben und sage, okay, es muss E-Gitarre sein. Und gibt es nicht irgendeine E-Gitarre, die besonders aussieht? Und habe geschaut, habe gegoogelt. Und irgendwie bin ich auf diese Marke Daisy Rock gekommen. Die habe ich vorher noch nie gehört gehabt. Eh auch nicht. Also ist ja, glaube ich, auch nicht sehr gängig in der Gitarristenwelt jetzt. Also in der ernstzunehmenden Welt. In der ernstzunehmenden Gitarristenwelt. Weißt du, diese Gitarre heißt Heartbreaker. Also, und das Daisy Rock hat sich spezialisiert auf Gitarren für Kinder und auch Frauen, also mit kleineren Händen. Mhm. Und auch eben ein bisschen Glitzer und so weiter. Das war wohl deren Ziel. Ich war da noch nicht auf der Homepage, die gibt es noch, aber es ist nicht so klar, ob die überhaupt noch Produkte. Ja, also der Sitz ist in den USA. Also Candy Apple Glitzer. Ja, also. Genau. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, die war 2017, gab es die in Deutschland nicht mehr, und habe dann bei eBay Kleinanzeigen eine für 50 Euro tatsächlich geschossen. Mhm. Und habe die in der Hand gehabt, habe mir gedacht, ja, das ist es. Mhm. Das ist eine Liebe zu E-Gitarren und das ist auffällig. Und das ist keine hochwertige Gitarre, das muss man einfach sagen. Ich glaube, neu haben die damals 120 Euro gekostet. Mhm. Aber ich habe die ein bisschen herrichten lassen. Ich wollte gerade sagen, das kostet irgendwie ein guter Pickup normalerweise. Normalerweise. Ja. Und habe die aber bloß einstellen lassen vom Gitarrenbauer, Elixierseiten drauf. Und was ich noch geändert habe, ist, dass die einen Ganzton höher gestimmt ist, weil sie eine kurze Kindermensur haben, damit die Saiten nicht so schlabbern. Ah, ja, wir haben ja vorher schon ein bisschen probiert hier und es ist wirklich, also beim Banding, du kannst ja locker um eine Oktave fast. Was normal irgendwie nicht geht, also zumindest es geht total leicht aus der Hand. Also da muss man sich, finde ich, sehr dran gewöhnen. Ja, ja. Und mal die kurze Mensur, das ist vielleicht eine Sache von einer halben Stunde, finde ich. Da gewöhnt man sich dann relativ schnell dran. Ja, es ist schon, in den hohen Lagen ist dann schon ein bisschen eng Also es geht um die Show, das muss man ja, wirklich eben, sagen. Ja, du machst ja keine am 18. Bund irgendwie keine. Also Eskapaden. Es gab die auch in einer Erwachsenenversion sozusagen mit einer normalen Mensur, da habe ich aber keine gefunden. Aber gebraucht. Ich finde ja, du magst unterhalten, wie du vorher gesagt hast, und das ist ja prädestiniert dafür, weil wenn du jetzt irgendwie und Standard Les Paul hast, dann sagen die Leute, die sie auskennen, schön, aber es ist für Comedy. Genau. Mögen die Leute auch, wenn ich die dann präsentiere, dann sage ich, oh, süß, schön. Und dann gibt es ja sicher auch mal Gitarristen, die fragen, was ist denn das überhaupt? Oder, ja, oft kommt, hast du dir die bauen lassen. Ja, ja. Logisch, für Unmengen Geld. Ich denke jetzt immer bei dem Pickup, kennst du nur EMG-Pickups? Aktive. Ja, genau, weil es schaut immer, eigentlich kannst du sagen, das ist so ein sehr teurer EMG 81 oder was der Kirk Hammett immer drin hat. Ja, ja, ja. Ehrlich gesagt, für mich werden die Gitarren auch teurer, weil ich ehrlich gesagt, ich hätte noch gern welche, einfach als Backup, und ich kriege sie nicht her. Also ich bin mittlerweile, das heißt, die für einen 50er gekauft habe, war ein Zufall. Ich wäre mittlerweile bereit, deutlich mehr dafür zu zahlen. Also wenn es jemand mal sieht, irgendwo, Flohmarkt oder online, hast du wahrscheinlich. Also ich würde 60 zahlen. Okay. Ja, cool. Und haben die jetzt, also bis auf Mensur, hast du sonst da irgendwelche Nachteile jetzt so beim Spielerischen? Oder ist, naja, also soundmäßig ist sie eingeschränkt, weil halt wirklich bloß Humbucker, Volume Poti,
Vorteil ist, der Sound geht eins zu eins durch. Also das sind keine puristische Gitarre, wenn man so will. Und ich meine, ich bin es jetzt gewohnt, ich spiele die jetzt schon 5 Jahre. Wie ging es dir? Ja. Du hast sie ja vor 2 Stunden das erste Mal in der Hand gehabt. Und also die Form ist seltsam, finde, also du kannst umhängen, ist es wurscht, weil da ist es total egal. Für einen Ständer ist es auch ein bisschen schwierig, weil du brauchst eigentlich einen Ständer, wo sie hängt. Wo sie hängt, ja. Aber das ist jetzt, hat auch nichts mit dem Spielerischen zu tun. Also mir wäre eigentlich wirklich nur das mit dem Bending aufgefallen, dass das eigentlich so ein bisschen, also einfach eine Gewohnheitssache ist. Aber sonst klingt auch fett, was wir eh gleich hören werden. Ja, was ganz interessant ist, dass die, also wir haben jetzt 2 Gitarren da, aber die sind... Warum eigentlich 2? Ich habe eine als Backup, weil irgendwann war mir klar, okay, das ist mein Markenzeichen. Die ist doch schon Vintage, oder? Das ist nämlich schon vergilbt. Oder war das, das war aber so? Oder ist nein, das ist schon noch gelber geworden tatsächlich, seitdem ich das habe. Ich musste das auch kleben, weil das aufgeblättert ist. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber die Lackierung schaut auch schon... Ja genau, das wollte ich sagen. Es scheint so, dass diese beiden Gitarren aus komplett verschiedenen Werken sind oder so. Also die lassen sich ähnlich spielen, der Sound ist ähnlich, aber das ist eine andere Brücke. Das Poti schaut ein bisschen anders aus, die Lackierung ist anders, aber die Maße scheinen sehr, sehr auch die oben. Wie sagt man, der Sattel, der ist unterschiedlich. Da ist er weiß, da ist er schwarz, also die Aufhängung. Aber ansonsten lassen sie sich dann doch erstaunlich ähnlich bespielen. Ich finde jetzt aber, bis auf die Größe natürlich, dass er kurze Mensur hat, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein totales Spielzeug wäre. Also Hals liegt gut in der Hand, ist auch nicht so super dünn. Ich habe eh kurze Finger, von dem her kann man das schon spielen. Ja. Genau. Genau, so viel zu der Herzchen-Gitarre. Ja, du wolltest noch ein bisschen über Sounds oder über meinen Setup? Ja, genau, oder? Weil du hast ja ein kleines Board dabei. Das heißt, du musst ja meistens wahrscheinlich schnell, effektiv irgendwie einen Sound da auf die Beine stellen. Was sehen wir hier oder was hören wir hier? Ja, ich kann vorher nochmal den Anlass. Also es ist, wenn ich Comedy-Mix-Show spiele, das ist immer so, da sind dann 4, 5 Künstler und jeder spielt so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und die meisten sind Stand-Up-Comedians, die haben einfach ein Mikrofon, sonst nichts. Und wenn ich dann daherkomme, naja, ich hätte halt schon gerne einen Soundcheck, um das zu testen, wie klingt es. Ich habe auch noch eine Bassdrum dabei, da können wir danach nochmal drauf eingehen. Aber die Locations, wo ich spiele, die sind auf sowas eigentlich nicht eingerichtet. Also die haben oft keinen gescheiten Techniker. Das heißt, ich brauche ein Setup, wo ich sage, einstecken und es muss halbwegs vernünftig klingen. Deswegen kommt daher schon, auch wenn es geiler klingt, irgendwie externe Amp nicht in Frage. Es muss also irgendeine Modeling-Kiste und so sein. Früher hatte ich einen Camper-Amp, den ich klanglich immer noch hervorragend finde, aber weil ich auch mobil, sprich, ich möchte zumindest zu meinen kleinen Mixture-Auftritten, wo ich bloß eine Viertelstunde spiele, sollte das Setup im Idealfall so sein, dass ich da mit der U-Bahn hinfahren kann. Jetzt mit dem neuen Camper Stage würde es gehen, aber der ist schon recht wuchtig und deswegen habe ich mich dann für den HX Stomp entschieden. Habe hier noch ein kleines Crybaby Wawa davor, hier noch ein Fußschalter. Das ist noch ein Mini-Mixer, wo ich noch einen zusätzlichen Input, also ein Handy oder eben eine Stompbox, die ich jetzt angeschlossen habe, eine Bassdrum, damit ich dem Mischer zur Not sagen kann, hier hast du ein Signal. Und da ist alles drauf, meine E-Gitarre, meine Stompbox und mein Handy-Zuspieler. Ich sehe schon. Machst du da Gedanken, eben was, weil du bist ja für alles verantwortlich, was ist los, wenn was nicht da ist? Man muss immer vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Du hast keine Zeit und es ist eine beschissene Technik da. Und soundmäßig spielst du jetzt, hast du einen Hauptsound oder spielst du viel Effekte, das was zur Show jetzt irgendwie passt oder ist es schon eher straighter Gitarrensound? Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen entwickelt. Früher war ich immer sehr, sehr effektüberladen. Aber das geht jetzt eigentlich. Da ist bloß ein bisschen Reverb drauf. Also das wäre jetzt der Gitarrensound, wo ich dann auch drüber singe, wenn es so eher rockig angehauchte Songs sind. Sowas wäre das eher. Klingt auch wirklich gut. Also wir haben hier kleine PA bei Zimmerlautstärke und es hat schon Wumms, muss man sagen. Und dann gibt es manchmal Szenen, wo ich ein bisschen solomäßig rumpose und es soll tatsächlich ein bisschen dick aufgetragen sein. Dann sage ich mal schon, es soll dann eben comedymäßig so bang in your face.
man merkt ja, dass du unten da einen Schub hast, eben, dass du, dass es halt nach, na, Band ist übertrieben, aber dass es halt ein bisschen einen Schub hat. Und jetzt. Achso, das können wir mal vielleicht hochheben. Genau. Ich habe hier unten noch so ein Roland, Sample Player, aber der ist spezialisiert auf Bassdrums. Und da habe ich eben noch eine Bassdrum dabei, auf der ich dann spiele. Jetzt kann man das mal kurz in Kombination, vorhin haben wir es schon gehört. Dann nehme ich mal den. Normalerweise mache ich es im Stehen, dann kann ich besser drauf, aber so geht's auch. Ups, jetzt sind wir da. Ja, macht halt gleich mehr Laune. Und genau. Und hast du schon mal nachgedacht zu einem, wie nennt man es denn, also eine Drumcomputer, gibt ja Drum Buddy oder irgend sowas, wo automatisch was spielt, aber da musst du immer Start, Stopp oder Looper? Oder ja, hast also du schon mal probiert? Ich habe das schon mal probiert und man ist dann, muss sich wahnsinnig auf ein Timing und auf den Rhythmus konzentrieren. Und das Schöne ist an diesem Setup, weil Comedy sehr von Interaktion lebt. Also du weißt nie, was passiert. Manchmal hörst du nach 10 Sekunden auf und wenn es läuft, spielst du eine Minute durch. Oder 5. Naja, und es passiert was im Publikum und ich kann einfach aufhören und dann, sie kennen das auch und spielen dann weiter. Ja, also du kannst viel besser, du kannst viel spontaner reagieren. Das kannst du nie einprogrammieren, weil du nie weißt, was los ist. Und es ist erstaunlich, obwohl du jetzt nicht einmal ein Snare dabei hast, was heißt Reihe? Es klingt jetzt nicht nach Drumset, aber es reicht, um dieses Rock-Gefühl zu haben, wo du ja sagst, das magst du vermitteln und klar erwartet jetzt ja da keiner, dass da jetzt ein komplettes Heavy-Metal-Set rauskommt. Ja, aber ist lustig. Genau, also hast gleich. Aber weil du vorhin gesagt hast, mein E-Gitarren-Sound ist eher im tieferen Frequenzbereich angesiedelt. Das hat zwei, also das eine ist, dass ich den Sound tatsächlich mag, aber es kommt noch dazu, ich habe ja keinen Bass. Also kann ich der E-Gitarre untenrum mehr Wumms geben. Und das zweite ist, dadurch, dass ja bei mir die Sprache sehr, sehr wichtig ist, schaue ich, dass die E-Gitarre so in diesem mittleren Frequenzbereich 500 Hertz bis 2 Kilohertz eher weniger vorhanden ist, dass sich da meine Stimme durchsetzt, ich aber trotzdem untenrum diesen Wumms hat. Das setzt allerdings voraus, dass ich in einer Location spiele, die auch eine Anlage haben, die zumindest ein bisschen Wumms hat. Denn leider ist es oftmals schon so, dass man das Gefühl hat, die haben noch den Dynacord-Mischer von 1990, die Gesangsanlage. Da ist ja der Gesangsanlage drin. Wo der Bass-Lautsprecher schon im Arsch ist. Ja, seit 10 Jahren. Und nicht und, dafür vorgesehen ist. Und dann wird es schwierig. Ja, oder wenn du wo spielst, wo normal nur Comedians auftreten mit Sprache. Genau. Dann passiert ja unter 200 Hertz oder 100 eh nichts wahrscheinlich. Genau. Und du hast dann aber, wie jetzt die kleine PA, wenn nichts da ist, stellst du halt die auf, dass zumindest unten noch ein bisschen ein Tiefbass da ist. Auf der einen Seite bin ich flexibler, dass ich das eben jederzeit liefern kann, weil ich das Zeug mir eben angeschafft habe, um dieses Gefühl rüberzubringen. Auf der anderen Seite, auch wenn ich versuche, das Equipment klein zu halten, führt es dazu, dass ich immer doch relativ viel Zeug dabei habe. Apropos viel Zeug, du hast mir mal in der Vorbereitung eine Liste geschickt, jetzt nur vom Gitarren-Equipment, was du so dabei hast. Und ich dachte erst, also klar, wenn du jetzt zu einer Mixshow gehst und sagst, da ist das meiste da, musst dich nicht um viel kümmern, aber ich finde es cool, jetzt gerade für die Bastler, es geht ja halt jetzt nicht um puristischen Gitarrensound, sondern halt um Basteln, aber im Sinne von Leichtigkeit, Flexibilität und Transportabilität. Und da finde ich ja zum Beispiel cool, du hast ja hier so ein USB-Ladegerät hier rausgelegt. Klar kann man das ja irgendwo rausstehen lassen, aber ich finde es cool, dass das halt alles auf einen Millimeter aufs Board passt und durchdacht ist und du halt immer für alles gewappnet bist. Ob der, wenn der Mischpultmann halt keinen zweiten Eingang hat, dann nimmst halt deinen Billigmischer und sagst, es geht zumindest, auch wenn es jetzt nicht beste soundmäßige Lösung ist, aber du bist für alles gewappnet. So ist meine Idee, genau. Also natürlich ist mir am liebsten, ich habe eine geile Anlage, einen geilen Techniker und sage, hier ist meine Bassdrum, hier ist meine Gitarre, hier ist mein Mikrofon, mach das gut und gib es mir geil auf dem Monitor. Ist halt bei Bands leider auch nicht oft. Halt oft deswegen finde ich es ja cool, dass du dir da auch Gedanken drum machst und der Baby hat noch eine Liste geschickt, was er PA-mäßig oder Zubehörmäßig noch alles hat. Und
ich kann es jetzt nicht alles aufzählen, aber finde es mega, was du dann eben an PA, was haben wir denn jetzt sonst noch rumlegen, also für alle Eventualitäten gerüstet bist, weil es wahrscheinlich halt immer so ist, irgendwas fehlt immer oder irgendwas geht immer nicht. Das ist oder irgendwas kann einer nicht bedienen. Irgendwas wird immer das ist halt die Erfahrung, die vielleicht der eine oder andere auch kennt, und sei es nur eben dieses eine Adapterkabel, das dir dann kurz vorm Auftritt gleich eine Stunde Zeit kostet. Mhm. Oder halt auch schon erlebt, in meiner alten Show, da hatten wir was mit Beamer, mit Einspielern. Mhm. Und dann hat man 3 Wochen vor mit der Bühne, ja, wir haben einen Beamer. Und dann kommst du hin, ah, haben wir das nicht gesagt, da ist gestern die Birne ausgefallen. Und für uns war das aber Show wesentlich, weil da Inhalte stattfinden. Ja. Und auf einmal stehst du da und musst dann eine Stunde vor der Show irgendwie in der Stadt, wo du niemanden kennst, einen Beamer organisieren. Und da ist auch schon abends. Ja, und dann ist auch schon abends und es ist nur Hektik und Stress. Und dann hilft eigentlich nur entweder, man macht ein Setup, jetzt sage ich mal Stand-Up-Comedian, der braucht gar nichts. Mhm. Wenn man aber sagt, nee, ich möchte mit Musik und mir ist das wichtig, dann muss das halt selber mitbringen. Ja. Ja, ich bin ja da auch so Tüftler und Perfektionist und finde es ja eben cool, dass du dir über alle Eventualitäten da Gedanken machst. Und habe ja schon gesehen, wo wir vorher das Auto ausgeräumt haben, da hat er alles schön seinen Platz, da rutscht nichts, ja, da passt das Pedalboard genau neben die Mini-PA. Eine Geschichte möchte ich noch erzählen, weil die, glaube ich, recht prägnant ist. Ich habe mir das Pedalboard vor 3 Jahren eingerichtet und jetzt im Zuge meiner neuen Tour habe ich mir überlegt, so, jetzt machst du mal alles auf Null, weil eigentlich war ich mit dem Sound nicht richtig zufrieden und baust du mal einen neuen Sound. Dann haben wir bei Black Friday Impulsantworten noch und nöcher gekauft und dann schraube ich wirklich stundenlang rum, auch mal wieder Pause gemacht, am nächsten Tag wieder, immer wieder und dann so denkst du, so, das ist jetzt mein Sound und fand ihn richtig geil und dann switche ich rüber zu meinem alten Sound. Und das Lustige war, ich habe wirklich andere Amps, andere Impulsantworten genommen und stelle fest, zu 98% sind die Sounds identisch. Anscheinend hat jeder so seinen Sound im Kopf und egal welchen Verstärker oder welcher, am Schluss schraubt man es dann doch irgendwie unterbewusst so hin. Also du hast fast keinen Unterschied gemerkt. Ja, es war ein Schmarrn. Ja. Also es war minimal. Es war lustig zum Spielen, aber es war erschreckend. Ehrlich gesagt, eigentlich, das gibt's doch nicht. Was ist denn da los? Ja, aber man ertappt sie ja dann immer dabei. Ja, gibt's ja alle, wie oft gibt's ein Update hier mit neuen Amps und so. Ja, lade ich mir natürlich auch immer runter und denke mir, ah, super, super. Müsst ihr auch mal machen. Einfach dann mal nach einem Jahr vergleichen, wenn du wirklich neues Amp-Model nimmst, dir das so hintweakst, ohne zu vergleichen. Wie taugt es mir? Und dann eine Zeit vergehen lässt und mit deinem alten vergleichst, wahrscheinlich ist es relativ ähnlich. Ja. Aber was ja dafür vielleicht spricht, dass man einen eigenen Sound, also eigen, ja, aber dass man, ja, ist halt dann der eigene Geschmack. Gell? Ja, wahrscheinlich ist es dann so. Genau. Und das war jetzt abschließende Frage, ein bisschen als, ist der Rock-Comedian jetzt in dir, ist es eine Alternative zum aktiven Musiker? Oder meinst du, dass die mal wieder juckt und du sagst, jetzt Gitarrist sucht Band? Also in einer Band spielen, das funktioniert und wo man eingespielt ist, das ist geil. Vor allen Dingen, wenn dann diese Schwingungen entstehen, wenn du bloß so gucken musst und der weiß und der Break und dann im Zusammenhang mit dem Publikum. Wenn das funktioniert und wenn man das hat, dann ist das ein unterm Strich mindestens genauso schön, es kann vielleicht sogar noch ein schöneres Erlebnis sein. Nur es weil ist du halt interagierst. Weil du interagierst und du inspirierst dich ja gegenseitig. Ja. Der eine ist, und du schaust dir auch Sachen ab, du schaust dir Sounds ab und denkst, cool. Und als Solo-Künstler, da ist man schon so ein bisschen in seinem eigenen Saft die ganze Zeit. Ja, eigentlich ist es ein bisschen ein unfairer Vergleich oder unfaire Frage, weil es sind eigentlich ja wirklich ziemlich unterschiedliche Sachen, weil du musst anders an die Sache rangehen. Genau. Aber es ist zumindest eine super Alternative, wenn du jetzt eben sagst, das hat gut funktioniert und du kriegst ja auch viel schneller irgendwie ehrliches Feedback, kommt der Gag jetzt irgendwie an oder nicht. Also jetzt ganz soundunabhängig, aber es ist halt eine andere Welt. Und jetzt nochmal ein bisschen auf Equipment zurückzukommen, was ja immer in der Gitarrenschau recht wichtig ist. Gibt es irgendwas soundmäßig, wo du sagen würdest, das müssten wir jetzt noch erfinden oder das wäre geil, was dich, also sagen wir mal, was dich live voranbringt oder was einfach deinem Gitarristenherz gut tut? Also was immer noch ein Thema ist, ich spiele live, wenn ich eine abendfüllende Show spiele, gerne mit Headset, weil das sehr, sehr flexibel ist. Aber Headset ist wahnsinnig
also ein Handheld-Mikrofon ist im besten Fall einstecken und eigentlich hast du schon immer einen ganz guten, satten Sound. Mhm. Und Headset gibt es zwei Probleme. Erstmal den Sound gut hinzubiegen und zweitens die Rückkopplungsanfälligkeit. Du musst da ewig rum, dass du eine gewisse... Weil es immer Kugel ist, oder? Oftmals aber Kugel, und wenn es keine Kugel ist, dann klingt es nicht so. Und ich habe tatsächlich ein Kugelmikrofon, das teilweise feedbackresistenter ist als eine Niere. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Mhm. Also das ist sehr, sehr, ich habe mich damit lang beschäftigt. Ich habe teure und billige Mikros benutzt und bin dann tatsächlich bei einem sehr, sehr günstigen Mikro gelandet, das aber für Headsets gute Dienste tut. Mhm. Und da würde ich mir im Idealfall, vielleicht ist es irgendwann mal der künstliche Intelligenz möglich, dass man sagt, Anlage aufstellen, Knopf drücken, misst sich alles automatisch ein, berücksichtigt den Sound, berücksichtigt, dass am Abend der Saal dann voller ist als am Nachmittag und es klingt, weil das ist immer so, man schraubt dann eine halbe Stunde an einem Sound rum und am Abend ist dann doch wieder alles anders. Ja, weil es liegt halt immer am Raum und an der Anlage, auf die du halt eigentlich, also auf den Raum hast nie einen Einfluss. Anlage, wenn da ist, auch relativ wenig. Okay. Aber eigentlich musst du jetzt ja sowas sagen wie, du brauchst irgendein Wahnsinnspedal. Ja, ich brauche das Pedal, so, das den Sound das selbst einmisst mit künstlicher Intelligenz. Aber das nach Gitarrenpedal ausschaut. Gitarrenpedal ausschaut. Also das wäre, ja, aber wenn es wirklich um das Praktische geht, das würde ich mir... Und im Prinzip noch kleiner, wobei da jetzt ganz geile Produkte auf den Markt kommen. Ich habe jetzt gerade, teste ich gerade ein bisschen von Nux Mighty Plug, das Pro 3. Das hält klanglich nicht mit dem, auch mit dem Camper. Wenn man das noch hinbekommt mit einem Footswitch, sodass ich wirklich akkumäßig das einstecken kann, da gibt es jetzt was, da bin ich schon sehr gespannt. Jetzt im Nerd-Part. Von Positive Grid gibt es diesen Spark Mini und da kommt jetzt ein Spark Go raus. Der ist so klein wie so ein Ding und das soll ganz geil klingen. Dann also aber mit Speaker oder nur ein also da wäre ein Speaker drin, der ist aber für mich nicht relevant. Also wirklich nur Simile. Also genau, aber modular. Es wäre so groß wie das hier. Da ist ein Mini-Speaker drin und das scheint zumindest, ich habe mir die Software mal angeschaut, echt ganz ordentlich zu klingen, zumindest für den Aspekt, was ich brauche. Weil dann ist es noch mal leichter, dann kann ich es Akku betrieben, habe es wirklich im Rucksack, habe noch meine kleine Funkstrecke dabei und die Sachen. Also weil das Ajax Stomp braucht immer viel Strom, gell? Das braucht immer viel Strom, genau. Ich finde nur mal mit Mini-Pedalen, ich habe mir mal nur ein Pedalboard gebaut mit Mini-Pedalen. Aber das Problem ist ja immer, du hast ja nicht so schmale Füße. Also wenn du jetzt 5 Switches brauchst, dann kannst du die Switches ja auch nicht auf so viel Fläche zusammenschrumpfen, weil du musst ja immer irgendwie draufsteigen. Naja, bei dem Positive Grid wäre es so, ich habe es noch nicht getestet, da gibt es dann via Bluetooth noch so einen Footswitch dazu. Und da sind die Abstände schon so, dass, wie bei einem normalen Board. Und den Modeler selber, den hast irgendwo am Mischer stehen, der muss gar nicht am Boden stehen. Sozusagen. Okay. Also auch klein und das ist nur so eine kleine, leichte Leiste. Offensichtlich. Ich habe es noch nicht getestet, aber das wäre sowas, wo ich sage, okay, da kann ich nochmal 2 Kilo sparen. Mhm. Ja gut. Oder ein Kilo oder so. Andere Voraussetzungen. Ich habe mit dem Bluetooth, ist jetzt nicht die erste Erfindung, aber also im Bandgefüge hätte ich da immer ein bisschen Angst, dass das ausfällt. Oder. Aber stimmt, wenn du jetzt sagst, hauptsächlich klein, leicht, und wenn es im Arsch ist, du kannst es ja immer noch in irgendeinen Gag verwandeln und das Ding ins Publikum schmeißen. Also das ist schon ein Vorteil. Da hat mich mal nach einer Show einer angesprochen und hat gesagt, es ist auch cool, wenn du mal einen Text vergisst, weil ich gebe ja selber das Tempo vor. Also ich kann dann einfach einen Takt länger Bassdrum machen, bis mir der Text wieder einfällt und dann fange ich mit der Strophe an. Also es ist keine Band, die mir davonläuft sozusagen. Also da gibt es schon ein bisschen Vorteile. Aber okay, also man hat immer was Neues im Blick und kann sich immer auf was Neues freuen. Ja, Bevi, danke fürs Kommen. Ja, bitte. Es war mir ein Vergnügen. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen und unterhalten. Bitte liken und abonnieren. AKL habe ich gelernt. Abonnieren, kommentieren, liken. Sehr gut. Ein schönes Schlusswort. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. 3, 2, 1 und...